Hallo liebe IM Footballer, wir haben euch heute einen kleinen Agility-Parcours aufgebaut und arbeiten heute an Marcells Wendigkeit und Geschwindigkeit. Das Ganze geht folgendermaßen. Wir haben eben einen kleinen Parcours aufgebaut, in dem er sozusagen zickzack durchläuft. Geht folgendermaßen. Wir haben hier Station 1. Marcel läuft hier los, läuft um das mittlere Hütchen rum, Station 2. Um das Hütchen außen rechts rum, Station 3. Hintere Hütchen außen links, Station 4. Station 5 ist wieder im Inneren und dann durchs Ziel. Ja? Also Marcel macht das mal kurz vor. Wir haben zwei verschiedene Bewegungstechniken, wie wir um die Kurve laufen können. Ja? Wir fangen an mit der äußeren Fußvariante. Das heißt, wir haben eine Rechtskurve. Sein linker Fuß wird nach außen gestellt. Der Körperschwerpunkt ist ziemlich innen. Das war jetzt die langsame Variante. In der schnellen Variante ist der Körperschwerpunkt innen und der Fuß da außen, ja? Dass wir dahin drücken können. Ja? Schauen wir uns noch mal an. Zack. So, man hat es wunderbar gesehen, die Bewegungsrichtung ist genau da, in die er sich bewegt. Ja? Das heißt, der Druck geht da in den Boden und dementsprechend kann er sich sehr gut nach da bewegen. Die zweite Variante, wir nehmen in diesem Fall jetzt den Innenfuß. Das heißt, wir haben ein bisschen eine andere Bewegungsrichtung. Schau, dass du den Fuß nach innen stellst. Zack, super. Das heißt, um den Ball sich rumzubewegen, indem möglichst der Fuß nach innen steht, passt bei dieser Variante besonders gut am Anfang auf. Müsst ihr vielleicht am Anfang ein bisschen durchmobilisieren, die ganze Sache, weil es ansonsten sehr knielastig werden kann. Ja? Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. Fangt wirklich langsam an, macht das Ganze zwei, dreimal zum Warmwerden, um euch auch zu orientieren, wo ihr her müsst. Saubere Cuts machen, die Richtungswechsel, die sind entscheidend. Da könnt ihr Speed machen, aber die ersten Male noch nicht voll durchsprinten. Ja? Das heißt, erstmal so mit 70-80% locker durchlaufen. Los geht's. Also erst schön langsame Geschwindigkeit, dein Tempo zum Warmwerden. Tiefer Schwerpunkt mit dem Hintern, langer Rücken. Okay, also wenn ihr an eurer Schnelligkeit und vor allem Agilität arbeiten wollt, ja, Agilität ist Wendigkeit in der Bewegung, dann ist das ein super Drill, den ihr machen könnt, den ihr natürlich auch mit Ball machen könnt. Viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like. Schreibt gerne unten in die Kommentarfunktion rein, welche Inhalte ihr als nächstes sehen wollt und abonniert unseren YouTube-Kanal.